Hey Leute, ich bin's wieder und ich habe Post bekommen und zwar von getdigital.de. Die haben mir freundlicherweise was gesponsert und das werde ich hier jetzt mal aufmachen. Ein Review wird selbstverständlich auch folgen. Und schaut auf jeden Fall mal bei getdigital.de vorbei, die haben echt coole Sachen. Gadgets, vor allem viele USB-Gadgets und alles mögliche Zubehör für Technikbegeisterte. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Und was für ein Paket drin? Erstmal hier Werbung für 3dsupply.de. Ist ein cooler Online-Shop, da habe ich mir auch schon was bestellt. Ein Unboxing wird auch folgen. Dann war noch dabei hier ein Gutschein für ein kostenloses Thinking-Shirt. Also es ist eigentlich nicht kostenlos, aber das kann man sich kostenlos bestellen. Das habe ich mir auch schon bestellt und ich habe es hier auch schon. Das Unboxing wird demnächst auch hochgeladen. Dann hier noch die stärksten Magnete der Welt. Die sind auch wirklich sehr, sehr stark. Habe ich auch selbst schon ausprobiert. Außerdem war hier noch dabei so eine Karte, wo ihr euren Gutscheincode draufschreiben könnt fürs T-Shirt und dann an eure Freunde schenken könnt. Und zwar gleich dreimal. Dann noch eine Haribo-Packung. Und das war's doch schon. Das Paket ist leer. Aber natürlich war das nicht das Hauptsächliche, was ich bekommen habe, sondern das Hauptsächliche war der TV B-Gun hier. Und angeblich soll man damit jeden TV ausmachen können, also jeden Fernseher. Und ich habe das Ganze auch schon getestet, wie genau das geht und ob das geht, werdet ihr im Review sehen. Im Review erhaltet ihr auch alle weiteren Infos zum Gerät. Ich kann bis jetzt nur sagen, dass es echt cool ist. Und das hier war alles im Paket drin. Echt super vielen großen Dank an getdigital.de. Und ich mache jetzt nochmal den TV-Beacon auf. Das geht ein bisschen schwierig. Ich war da auch ein bisschen eingeengt mit der Kamera. Und einfach hier aufziehen. Und dann ist es auch schon offen. Und dann hole ich das da mal raus. Und drin war erstmal dieses Papierchen hier. Und das kann man dann eben auch aufklappen. Und da ist dann eben eine Anleitung drin, wie man die Batterien wechselt, wie man den TV-Gun benutzt und auch eine kleine Geschichte, wie er entstanden ist. Ist leider auf Englisch, aber wenn man ein bisschen Englisch kann, versteht man das Ganze eigentlich recht gut. Und dann hier noch der TV-Gun an sich. Der besteht aus Plastik, hat hier so eine matt-schwarze Optik, unten hat glänzt er so ein bisschen. Gefällt mir vom Design her eigentlich recht gut und mehr seht ihr im Review. Ciao!